Liebe Freunde, liebe Zuseher, heute habe ich ganz einen besonderen Gast für euch mitgebracht. Und zwar einen sehr wundervollen Menschen, aber auch eine Koryphäe im Bereich Musik, Peter Yamadé. Er ist Dirigent, Komponist, Musiker und ein wirklicher Experte in seinem Bereich. Ein herzliches Willkommen, Peter. Schön, dass du Zeit gefunden hast, da dabei zu sein. Ich freue mich auch sehr, mit dir über ein interessantes Thema plaudern zu können. Ja. Also du hast ja einen Fundus an Lebenserfahrung mitgebracht, gell? Und gerade in deinem deinem Bereich bist du wirklich eine Koryphäe. Ich würde schon sagen, du bist ein Meister in dem, was du machst und was du vermittelst. Und zwar habe ich mitgekriegt, dass du nicht nur eben dieser virtuose Techniker bist, sondern da ist ein tieferer Geist mit verbunden in dem, was du machst. Und das hat mich so angesprochen und berührt. Und ich würde zuerst mal dich bitten, ein bisschen zu plaudern aus deinem Leben, so die Highlights, was dich zu dem auf diesen Weg gebracht hat, so dass du das machst jetzt, was du machst. Ja, das ist ein großer Zickzack-Kurs. Also wenn man das von außen betrachtet, also für mich selbst im Nachhinein natürlich nicht, aber sagen wir so, das Schicksal hat mich auf sehr turbulente Weise über viele, viele Zickzack-Kurven zu einem einzigen Punkt geführt. Und das hat natürlich also zur Folge gehabt, dass ich eben also ganz, ganz unterschiedliche Dinge gemacht habe. Ich habe angefangen als konzertierender Organist, habe da sehr schnell also mit ziemlich avantgardistischen Projekten, also große Skandale in den großen Kathedralen zu Wege gebracht. Immer auf der Suche, was ist der Urklang? Ja, das war für mich ein Lebensthema. Also in allen Dingen, ob als Organist oder als Dirigent oder als Komponist, ging es mir immer um das Finden der Essenz. Was ist das Wesen des Tones? Ja? Wo kommt diese Frage her? Das ist ja eigentlich nicht ganz so üblich bei Musikern, nicht? Überhaupt nicht. Also, ich kann mich noch erinnern, in meinem Musikstudium, wo ich einmal meinen Kompositionsprofessor gefragt habe, also wir machen da so viele Töne und so viele Regeln, aber bitte, was ist ein Ton? Und dann sagt er, wie bitte? Ich habe gesagt, ich muss ja, wenn ein Architekt oder ein Maurermeister eine Wand baut, dann hat er einen Mörtel und der hat einen Stein, bitte. Ich weiß nicht, was ist mein Stein? Ja, die Töne. Ja, aber was ist ein Ton? Ja. Empörung. Bitte schaut's im Lexikon nach. Ne? Das heißt, du hast schon früh die Tendenz gehabt, an die Wurzel zu gehen. Absolut. An die Essenz zu gehen. Absolut. Aber es war irgendwo immer eine Suche, also dass ich irgendwo im Nebel ein Ziel geahnt habe. Aber ich wusste nicht. Ich wusste wirklich nicht, wonach ich suche. Aber eines war ziemlich bald klar. Dass ich nach einem Klangturm, nach einer Klangkathedrale gesucht habe. Das heißt natürlich nicht, dass man da eine reale Kathedrale benutzt, sondern also eine imaginäre Kathedrale der Klänge. Also dieses Bild war von Anfang. Das war deine Vision. Das war immer da. Hm? Ja. Ja, und das hat mich dann, also wie gesagt, also sehr schnell dazu geführt, dass ich dann also meine Orgelkarriere
also wo es wirklich steil aufwärts gegangen ist, einfach abgebrochen habe. Ne? Ich kann mich noch genau erinnern, dass das für mich ein dramatischer Moment war. Ich habe in der einer meiner letzten Orgelkonzerte, die ich gegeben habe, war in der Pariser Notre Dame. Ja, und da habe ich also am Anfang also diese ungeheure Vision vom Olivier Messiaen gespielt, L'Apparition de l'Église éternelle, also die Erscheinung der ewigen Kirche. Und das ist also gerade für diesen Raum jetzt etwas also ungeheuer. Und ich kann mich erinnern, also wie wenn es gestern gewesen wäre, also wie ich sag, angefangen habe, dieses Klangozean, ja, der von ganz von fern her kommt, so aufbaue. Und das wird immer größer. Und in dem Moment ist mir beim Konzert die Frage durch den Kopf geschossen. Ich spiele da waren ungefähr 5000 Leute, ne? Und ich spiele da und ich weiß nicht, was ein einziger Ton ist. Und das war für mich... Da so, kam die Frage reingeschossen, oder? Da ist mir die Frage durch den Kopf geschossen. Und Gott sei Dank habe ich so viel Routine gehabt, dass ich das meistern konnte und zack, wieder zurückgefunden habe. Mein Lieber, du sitzt da, da sitzen 5000 Leute unten, also mach jetzt keinen Blödsinn. Ja? Aber das hat dazu geführt, dass ich dann also, schon sehr bald mit der Orgelkarriere Schluss gemacht habe. Ne? Ja. Es scheint ja fast wie ein innerer Ruf zu sein nach der Suche, ja, nach diesen großen Geheimnissen. Der war unglaublich stark da. Und also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich da ein Getriebener bin. Ja, weil also die Leute haben gesagt, sag mal, jetzt bist du so jung und du bist schon so weit rum da. Also das genügt ja eh. Nein, das genügt nicht, weil also mich das nicht interessiert. Ja. Mich interessiert die Frage, ja. Das heißt, du bist der Frage dann treu geblieben und hast dich nicht irgendwie beeinflussen lassen von Karriere, Allüren oder was auch immer und bist dem nachgegangen. Du hast mir ja erzählt, Peter, dass du dann auch bei einem Meister in Indien warst. Ja. Hat dich diese Frage da auch dahin geführt, oder? Nur. Denn die Geschichte war so, dass mich die Frage, was ist die Essenz eines Tones, ja, niemand beantworten konnte. Niemand. Ja. Weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde. Und mein damaliger Dirigierlehrer, also der ist ja selbst ein riesen Außenseiter gewesen, der war damals Chef der Münchner Philharmoniker, der Sergio Cilibidache, der hat mir eines Tages gesagt, hör mal, das, was du suchst, das wirst du hier nicht finden, auch bei mir nicht. Du musst nach tieferen Fundamenten graben. Ja? Und für mich war das natürlich sehr schräg und habe ihn gefragt, ja, also, das heißt, was soll ich tun? Und er hat gesagt, du musst in den Osten gehen. Ja? Und ich war natürlich ratlos, ne? Aber diese Frage hat mich dann immer wieder beschäftigt. Nicht? Also, okay, und wie ich dann Schluss gemacht habe, ja, ich bin ja vor dem Nichts gestanden, weil es ist ja nicht so, dass ich da also geplant habe, also jetzt mache ich das weiter, sondern ich bin von oben, tschack, unten gelandet gewesen, keine Arbeit, null, nichts. Wow. Ja,
Und so bin ich nach Indien. Und erzähl mal, wie hast du diesen Meister oder wie hat er dich gefunden oder wie auch immer? Das ist vielleicht für unsere Zuschauer auch nochmal interessant, ja. Weil du hast mir da ein paar Highlights erzählt, da geht es mir immer noch wie ein Ganzelhaar durch den Rücken. Ja. Vielleicht kannst du ein paar Episoden erwähnen, was da die Essenz oder das Zentralste war von dem, was du erlebt hast. Also die Suche nach meinem Meister. Da müssen wir noch weitere 3 Interviews machen, weil die einfach also so irreal, so bizarr war, dass du im Prinzip, dass es einen Meister gibt, der wartet auf dich. Und du gehst also in unglaublichen Stromlinien, ja, und dann kommst du genau dorthin. Also das würde zu weit führen. Aber das, was also die gravierende Geschichte war für mich, dass also mein langes Fragen in dem Augenblick, wo ich ihm gegenüber gesessen bin, verstummt ist. Ja, weil er die ersten Tage, ohne dass ich ihm das, ich habe das ihm nicht erzählt, ja, das hat auch noch nie einen Fuß in die europäische westliche Kultur gesetzt, und der hat immer nur gesagt, also bei dir da drüben, das klingt irgendwie so auf einem anderen Planeten. Ja. Aber er hat, ohne dass ich das angesprochen habe, hat er von vornherein gewusst, wo also mein Grundproblem liegt, nämlich nicht zu wissen, auf was ich meine ganze Musik aufbaue. Und das ist der eine Ton. Ne? Ja. Und da hat er also 3 sehr dramatische Dinge in den ersten Tagen gemacht. Ne? Das erste war, er hatte damals eine Dolmetscherin von der Savai Man Singh University in Jaipur mitgehabt. Ne? Er hat ja Urdu gesprochen und also 4 Worte Englisch und ich 2 Worte Hindi. Also da sind wir nicht weit gekommen. Auf alle Fälle, also er hat mich ihm gegenüber sitzen lassen und dann hat er gesagt, sing einen Ton. Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist... Bitte, ich bin Dirigent, ja, ich bin Musiker, ich singe so jetzt nicht einen Ton. Ja, außerdem habe ich das gar nicht gekonnt. Ne? Und ja, sing einen Ton. Gut. Kann mich auch noch erinnern, wie das war. Ja. Er schaut mich an, er schaut die Dolmetscherin an und sagt ihr, übersetzt ihm das noch, wer soll einen Ton singen, ja? Ja, wieder dasselbe. Ne? Sing wieder. Ja. Und dann hat er gesagt, du bist ja im Westen, bist du ja Musiker. Ja, natürlich. Und du hast auch Erfolg. Ja, klar. Ne? Und du spielst auch vor vielen Leuten. Also da habe ich gedacht, jetzt stehe ich aber dann irgendwann auf. Na klar. Und dann hat er gesagt, was sind das für komische Leute? Ja, du produzierst da einen Ton, ja, es wird in dem Raum nicht hell, ja, die Blume, die dort steht, also macht nicht ihren Kelch auf, ja, und in mein Herz kommt kein Licht rein, also was machst du da, was macht ihr da, ja,
Und das war's. Und dann ist er aufgestanden und ist verschwunden. Aber ratzeputz. Aber war das dann wie eine Art Schock für dich, dass du dann gemerkt hast, hey, da ist keine Seele dahinter, hinter dem Ton, oder? Das habe ich noch nicht geschnallt, nicht? Okay. Aber ich wusste, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Also ich hatte ja noch keine Ahnung, was ein Ton ist. Ja. Aber ich habe geschnallt, da ist etwas, ja, was nicht okay ist. Ja, und er ist dann also abgerauscht wie eine Rakete und die Dolmetscherin ist noch ein bisschen sitzen geblieben und da habe ich gesagt, ja bitte, was soll ich jetzt machen? Nicht? Und sie hat dann gesagt, also du bleibst jetzt einmal also die nächsten Tage da, ja, und dann schauen wir, weil sie hat auch gesagt, ich habe keine Ahnung, was da jetzt vor sich geht. Nicht? Und er ist dann am nächsten Tag wiedergekommen, ja, und dann hat er mich weil mein Zimmer ist ja direkt auf die Straße gegangen, also du kennst eh, wie die Dings da gebaut sind, da in Nieren da drüben. Auf alle Fälle hat er mich dann da rausgeführt, auf mitten in die Straße, ja, wo man schauen muss, dass das überhält. Ja, Rikscha. Und dann hat er gesagt, listen, ja, höre. Ja. Ja, auf was soll ich hören? Ja. Auf das alles, ne? Und der ist so tot gestanden in Ekstase und ich denke, das ist alles nur vor Krawall, also es nervt mich eher. Dann hat er mich zurückgenommen und dann hat er gesagt, bevor du das nicht verstehst, ja, kannst du keine Musik machen. Hm? Mhm. So, und die dritte Geschichte war dann, dass er von der Straße einen normalen Kieselstein, ja, also so in die Hand genommen hat und gesagt, so, das bist du. Jetzt, ja. Und dann hat er an seinem Ring einen Golden Topaz gehabt. Nicht? Also, ja. Und hat er gesagt, und das wirst du sein, wenn die Musik dich gemacht hat. Wow. Ja. Das sind Botschaften, ne? In 3 Tagen, bitte. In 3 Tagen, nicht? Und also, ich habe zuerst gedacht, also, ja. Unglaublich. Ich habe überhaupt nichts gedacht, nicht? Ich habe nur eines gewusst, alles das, worauf ich gebaut habe, ja, meine ganzen 3 abgeschlossenen Musikstudien, nichts wert. Ja? Das ist zusammengefallen in einen, wie lauter Hölzen ist das da. Ja. So, was tue ich jetzt? Ja? Und dann, ja, wie er das gemerkt hat, ja, dass in mir da also etwas, also eine große Sprachlosigkeit entsteht. Ja? Ja. Da hat er dann gesagt, so, und jetzt fangen wir an. Ja. Fangst an, indem du jeden Tag von 4 Uhr früh, also beim Sonnenaufgang, ja, eine Dreiviertelstunde lang einen einzigen Ton singst. Ja, aber nicht irgendeinen, sondern den tiefsten Ton, den du hast, ja, den du ohne Kampf singen kannst, den singst du. Auch nicht wechseln. Ja, den einen Ton, den du mal angefangen hast, den wäre das ein kleines indisches Harmonium. Nicht? Da habe ich das gemerkt, aha, der tiefe Ton. Der ist damals also sehr, sehr gut gegangen. Und auf dem bleibst du. So. Und jetzt kannst du dir vorstellen,
wenn du das mit einem Europäer einmal machst, ja, sing einen Ton, ja, hey, ja, entweder du wirst wahnsinnig oder du wirst erleichtert. Ja. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Das heißt, deine ganze Identität als Starmusiker sozusagen ist da zerbröselt. Weg! Aber du hast es auch zugelassen. Weil sonst wärst du ja abgehauen, weil es, wenn man sozusagen die ganze, das ganze Selbstbild auf einem Schlag verliert, dann zeigt es ja auch von Größe oder von einer tieferen Mission, dass du da geblieben bist. Du bist ja 2 Jahre geblieben, ne? Ja. Also das ist schon erstaunlich, ne? Er hat dich ja eigentlich demontiert. Ja. So. Voll. Und trotzdem hast du dich einlassen. Ja. Aber das ist ja genau das, nicht? Also mit der Methode jetzt unter Anführungszeichen, mit der ich heute auch arbeite. Ja. Das heißt, wenn bei dir, also ein falsches Universum mit deiner einzigen Geste, also demontiert wird, dann gibt er dir aber zugleich auch schon eine Ahnung von etwas ganz anderem. So wie ein Kind, dem man irgendwas wegnimmt, und das weint bitterlich, aber die Mama hat da irgendwas anderes, ein köstliches Schaumheferl da, dann vergisst du alles, nicht? Und das heißt, du überschreibst etwas Niedrigeres mit etwas Höherem. Ja. Und dazu muss dir aber der Lehrer verhelfen können, Und das sehe ich heute auch als meine Aufgabe, dass du nichts anderes tust, als den Leuten irgendwas aufmachen, wo sie sehen, es zerbricht etwas, aber ich habe da etwas, eine Ahnung. Ja. Und die treibt dich dann weiter auf den Weg. Peter, was mich da dabei sehr interessiert, was hat es in nicht nur, dass es deine alte Identität zerbröselt hat, aber was hat es in deinem inneren Prozess gemacht? Das muss ja gewaltig sein. Hat es da auch dann gleichzeitig befreiende Dinge gegeben? Ja, absolut.
Absolut. Weil ich habe das so empfunden, dass du durch die äußeren Schalen springen eine nach der anderen auf. Ja. Ja. Aber das weißt du ja nicht, dass du nur von den äußeren Schalen lebst. Ja. Das merkst du dann, wenn dir mal zerbricht. Weil wenn meine ganze Identität als Musiker verloren gegangen ist, dann hast du ja nichts mehr. Ja, so, hast du wirklich nichts mehr? Nein. Weil dann merkst du, dass im Innen irgendetwas da ist, ja, was irgendwie aufsteigt und was sagt, behalte ruhig die Nerven, es wird in den nächsten Tagen etwas aufsteigen. Das ist deswegen so erstaunlich, ich bin ja auch Psychotherapeut, also wenn Menschen ihre Identität fast schockartig verlieren, dass da unglaubliche Widerstände aufsteigen. Boah, und das wundert mich, das riecht jetzt nicht nach Widerstand, sondern nach Einlassen. Oder hat es da Widerstände gegeben? Was mache ich da? Ich will wieder heim. Oder? Verzweiflung hat es gegeben. Okay. Absolute Verzweiflung. Wie soll das weitergehen? Aha. Ja. Ich kann mich heute nicht mehr erinnern, dass irgendwo so ein Widerstand da war. Dann ist es Fügung. Dann ist es einfach zum richtigen Moment, am richtigen Ort. Ja. Also wie Schicksal, gell? Ja, ja. Aha. Und das Lustige, um da so einen großen Bogen zu ziehen, wie die Geschichte ausgegangen ist, ja. Ich war ja also so begeistert von erstens mal von der indischen Lebensweise, ja, von der tiefen Spiritualität und auch also von dem Ansatz, den die indischen Musiker hatten, ja, weil das kannte ich ja nur also von mehr oder weniger intuitiv, dass Musik Spiritualität ist, ja. Aber an unseren Hochschulen, da hörst du nichts, ja. Da hörst du also die Fingersätze und was Gott was alles. Und das ist ja genau das, was mich nicht befriedigt hat. Ne? Und deshalb bin ich ja weg mit dem Entschluss, ich will mit der westlichen Kultur nichts mehr zu tun haben, ja. Du wolltest ja drüben bleiben, gell? Ich wollte drüben bleiben, ne? Ja. Und er hat mir dann aber wirklich einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht, ne? Weil zwei Jahre, wie die zwei Jahre vorbei waren, hat er vollkommen unvermittelt zu mir gesagt, ja, ich erinnere mich sogar, wie das Wetter da war, ne? Weil das für mich so einschneidend war. Er sagt, also pass auf, deine Lehrzeit hier in Indien ist zu Ende, du gehst jetzt sofort zurück. Denn also du wurdest nach Indien gerufen und das, was du hier gelernt hast, ist nicht für dich bestimmt. Ja? Mach dir keine Sorgen, es wird sich alles fügen und du wirst einmal spätestens die Herzen sehr vieler Menschen öffnen. Nicht? Und das war für mich so schräg, dass ich mir gedacht habe, hat der Alte einen Knall oder was? Nicht? Ich habe überhaupt kein Wort verstanden. Ja. Und ich war wirklich total verzweifelt, nicht? Weil also ich wollte nicht mehr zurück, ja. Und das Absurde war ja, also ich habe damals in Deutschland gelebt, nicht? Dass ich mir in meiner Wohnung einen eigenen Indienraum eingerichtet habe, also wo von oben bis unten, von links bis rechts nur Indien war. Ich habe auch meinen indischen Kurtabazama gehabt, den habe ich immer wenn ich da in den Raum, weil ich Tabla gelernt, nicht? Und ich habe auch indisch gekocht und wollte mir diese Welt niemand und nichts wegnehmen lassen. Und da kannst du dir vorstellen, dass du das Schicksal, ja, sagt, nein, lieber Freund, das läuft anders. Und dann ist es eben ganz anders gelaufen. Ja. Das heißt, das war der Initial. Funke ist mehr wie ein Funke, ist fast schon ein Feuerwerk, oder? Das war ein gewaltiges Feuerwerk. Das dich immer noch trägt oder was sich dann weiterentwickelt hat. Absolut. Und man kann jetzt sagen, dass der Meister dann recht behalten hat, oder? Dass du jetzt mit dieser Botschaft mit dem wirklich Urton. Die Menschen erreichst oder ihre Herzen öffnest. Ja. Nur ich habe nicht gewusst, wie das ausschauen soll. Das war das Tragische, nicht? Weil für mich war klar, ich bleibe drüben, ja. Dass ich ein indischer Musiker werde, also das habe ich gewusst, das geht nicht, ja. Weil, also zum Beispiel Tabla, da musst du anfangen als Fünfjähriger wie ein Geiger, nicht damit die Finger auch, also das kriegst du also in dem Alter ja gar nicht mehr hin. Aha. Aber das habe ich relativ spät erst gecheckt,
dass es gar nicht darum geht, ein gewisses Instrument zu lernen, sondern seine Botschaft ist darauf hinausgelaufen, die ich eigentlich auch erst später verstanden habe. Bist du Meister eines Tones, bist du Meister aller Töne. Ja, ja. Kein Wort verstanden damals, nicht? Ja. Aber das ist irgendwo drinnen geblieben wie ein Mantra, ja. Nicht? Und ist immer wiedergekehrt. Und ja. Die Suche nach diesem einen Ton ist ja also derart absurd verlaufen, nicht? Weil ja, wie gesagt, nicht, ich habe als Organist habe ich ja da Festival inszeniert, nicht? Also mit den bedeutendsten Organisten, nicht? Eben um damals habe ich vom Urton noch nichts gewusst, diesen einen Ton zu finden, ja? Ja. Bist du Meister eines Tones? Bist du Meister aller Töne? Wieder nichts, nicht? Dann habe ich da in Tirol, also wie dann so Chef von der Jungen Österreichischen Philharmonie geworden bin, habe ich ja da auf der Hohen Munde, also unter der Hohen Munde, angefangen, da diese Bruckner Konzerte zu machen, nicht? Klang Dom am Berg, ja, das ist alles in die Richtung gegangen. Nach einer gewissen Zeit musste ich merken, na, das ist es wieder nicht, nicht? Dann habe ich mich immer mehr aus dem Dirigieren rausgezogen, ja, um meine kompositorische Tätigkeit zu betreiben, um diesem Ton nachzuspüren, nicht? Wieder nichts gewesen, ja. Und dann kam eines Tages der Urton zu mir.